So, geht's heute dem letzten Schrein an den Kragen. Und dem letzten Boss vor allem. So, wieder mit Chromi sprechen. Jawohl. Immer weiter, immer weiter. Also am meisten Angst habe ich wirklich vor dem ersten Boss, den wir beim ersten Mal probiert haben. Und stopp. So sieht man sich wieder. So, Chromi wird zu einem Tank, was ihre erzeugte Bedrohung um 200% und ihre erhaltene Heilung um 60% erhöht. Sie erhält außerdem einen Schadensbonus von bis zu 100% abhängig von ihrer momentanen Gesundheit. Wenn ihre Gesundheit aber über 50% liegt, verliert sie pro Sekunde 2% ihrer maximalen Gesundheit. Wenn ihr ein Heiler seid, wird dieser Schadensbonus auf bis zu 500% erhöht. Aha. Chromi wird zu einer Heilerin. Sie erhält folgende Fähigkeiten. Chromi sieht in die Zukunft und verringert den Schaden, den ihr durch die nächsten 3 Angriffe auf euch erleidet, um 90%. Verbündete innerhalb von 10 Metern stellen alle 3 Sekunden 1% ihrer maximalen Gesundheit wieder her. Setzt die Gesundheit eines Verbündeten auf den höchsten Wert innerhalb der letzten 8 Sekunden zurück. Das könnte interessant werden. Ich sag mal, Schaden machen wir gut mit. Sehr Schadensbonus vom. Wenn ihr ein Heiler seid, wird dieser Schadensbonus auf bis zu 500% erhöht. Erhöht euren Rufzuwachs durch gemeinsam mit Chromi getöteten Gegnern innerhalb der letzten 5 Minuten um 100% und in den letzten 1 Minute um 300%. Verringert den von Chromi erlittenen Schaden um 20%. Also wir müssen auf jeden Fall bis Zeitspringer kommen. Was passiert, wenn ich das wegmache? Okay, gar nichts. Hier, das dauert einen Tag. Gute Frage, nächste Frage. Hier müssen wir mehr heilen. So gesehen sind wir ja Heiler. Hier müssen wir mehr Schaden machen und sie heilt. Wir machen das hier. Wenn wir es ändern wollen, können wir es immer noch ändern. So, dann ab nach hinten. Jetzt sind es 0 von 7. Ja, ich denke nicht, dass wir hier groß was machen müssen. In den einzelnen Gebieten, sondern dass es dann einfach reicht, den Boss zu killen. Denke ich mal. Ich hoffe es jedenfalls, weil alles andere ist zu viel. Ist zu viel für 15 Minuten. Gut, wir sprechen jetzt nochmal mit Furorion. Und dann wahrscheinlich ein paar Skelette killen. So, guten Tag. Da hat er eigentlich recht. Suchen wir bei dieser gruseligen Höhle nach Hinweisen. In der gruseligen Höhle? Ah, und wieder Elite. Ich bin mächtiger, als ich aussehe, wisst ihr? Genau. Ich habe kein Ziel.
So, plündern können wir die nicht. Tut mir leid, aber so läuft das nun mal. Hatten wir was ge... Ne, wir hatten nichts gelootet. Gerade ist eure Zeit abgelaufen. Wunderbar. Alles hat wieder seine Richtigkeit. Das Blöde ist, wir müssen uns dann hier hinten durcharbeiten. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Sande der Zeit. So, da drüben. Hallo, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Wo kamen die denn jetzt auf einmal her? Ja, wir gehen mal hier entlang. Da drüben ist nicht so viel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich hoffe nur, dass der Gegner, den wir platt machen müssen, nicht irgendwo ganz hinten in der Höhle steht. Weil da müssen wir uns dann ja auch wieder durcharbeiten. So, wir machen Ruf. Wir machen Ruf. Ja, momentan ist alles andere eh Blödsinn. Ah, da kommen wieder die Kleinen. Gerade ist eure Zeit abgelaufen. Ich brauche ein Ziel. Tut mir leid, aber so läuft das nun mal. Hallo? Genau, Kampfrausch, wenn es vorbei ist. Verlorene Geldbörse. Ah, ich hasse diese Höhle. Gerade ist eure Zeit abgelaufen. Ich habe kein Ziel. Gerade ist eure Zeit abgelaufen. Yay! Ich hab's geschafft! Also allein hier uns durch die Höhle zu arbeiten, sind ja jetzt schon fast 5 Minuten. Ziel. So, was haben wir hier? 100 Ruf. Wie viel brauchen wir denn da wieder? 1500. Zuerst etwas anvisieren. Da müssen wir hin. Tut mir leid, aber so läuft das nun mal. Hm.
Ja, ich bin dann echt mal gespannt, wo der Boss steht. Weil das da vorne wird ja nicht der Boss sein. Oh, jetzt kommen wieder von hinten so ein paar kleine Idioten. Kann man das Szenario eigentlich auch mit mehreren Leuten machen? So. Boah, 5 Minuten nur noch gleich. Hey, ich hab's geschafft. Gerade ist eure Zeit abgelaufen. Alter, nervt mich doch nicht. Da sieht man sich wieder. Gerade ist eure Zeit abgelaufen. So. Wir müssen jetzt den hier platt machen. Erdstachel, genau. Mach den mal geschmolzenes Schmettern. Den Kugeln ausweichen. Jo, genau. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt der Boss ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, oder? Ach so, findet den Schreckenslot, der nah am Eingang steht, okay. Ein Schreckenslot? Und ein Bronzedrache? Wartet, spricht er über mich? Da hat wohl jemand seinen Aufenthaltsort verraten. Noch 5 Minuten. Auf zum Eingang des Obsidian rechtzeitig. Diesen Schuft räuchern wir aus. Ich hoffe jetzt nur, dass wir das schaffen. Also, ich sag mal, wir haben ja jetzt schon ziemlich Zeit verbraucht. Chromi mal zwischendurch ein bisschen hochheilen, wenn wir davor laufen. Und dann müssen wir den Schreckenslot platt machen. Ja, wir haben eindeutig zu viel Zeit verplempert. Bitte kein Respawn. Dankeschön. Der Respawn wäre jetzt tödlich. Also Respawn jetzt. Ich denke mal, wir brauchen locker mal 4 Minuten für den Bosskampf. So. Chromi. Haben wir das nicht schon einmal gemacht? Nein, das hier noch nicht. So, wo ist er denn? Okay, der hat 66 Millionen Leben, heißt nicht ganz so viel. Arschschwarm, mach ruhig deinen Arschschwarm. Inferno-Schlag, sehr schön, abgebrochen. Verkrüppeln, ja, mach ruhig. Wir müssen ja dann auch noch zurückfliegen.
Inferno-Einschlag. Also der war jetzt sehr einfach. Gerade ist eure Zen. Ein Chronosplitter. Den bringen wir besser nach Würmruh. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt haben wir dann auch alle vier gemacht. Also in einem Zug alles zu machen ist unmöglich. Also aufzuräumen, Boss zu besiegen, zum nächsten zu fliegen, aufräumen, Boss besiegen und so weiter und so fort, ist nicht schaffbar, selbst mit dem besten Equip. Gunst der Porsnen und erhöht die Rate bei ihr. Machen wir das so. Wahrscheinlich ist es eh gleich wieder vorbei. Sobald wir raus sind. So, Quest beenden. Wow, alt, aber oho. Das Portal hier führt zum Brunnen der Ewigkeit. Okay. Das waren dann alle vier Schreine. Also wir haben mit dem angefangen, haben hier dann weitergemacht, da und da. Und ja, morgen werden wir dann schauen, dass wir alle vier fertig kriegen. Also wir müssen ja jetzt nur noch die Bosse, sag ich mal, erledigen. Mehr müssen wir ja nicht mehr machen. Und dann mal schauen, wie es aussieht mit dem Tod von Gromi, ob wir den dann auch noch abhalten können. Einfach mal abwarten. Wie hoch sind wir mit dem Ruf bei ihr? Ja, 925, also schon gut weit gekommen. Gut, dann sage ich mal, hoffentlich bis morgen. Tschüss.